Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Acker. Wie man sieht, bin ich ein grünes Männlein. Das liegt erstens daran, dass dieses Mäntelchen hier sehr bequem ist. Zweitens, ich glaube, ich bei meinem Image gar nicht so schlecht so rumzurennen, als wäre ich der Almöhi in seinen jüngeren Jahren. Und drittens ist Loden gerade außerordentlich im Trend und wird von vielen Leuten als das neue ultra tolle Waldläufer, was auch immer, Material angesehen. Ne? Also gerade bei denjenigen, die Outdoor eher auf rustikalere Ausrüstung setzen wollen, das werden scheinbar auch immer mehr, ist das wahnsinnig beliebt. So, und Loden ist ja auch was Schönes. Das ist ein Wollmaterial, genau genommen ist es gewebte Wolle, die man also schon richtig gewebt hat und dann hinterher die Oberfläche verfilzt. Ja, also es ist kein reines Filz. Filz wäre ja wirklich nur durcheinander geraute Wolle, die dann zusammen eben schon ein recht festes, auch halbwegs solides Material eben entsprechend ergibt. Aber nicht so solide ist wie Loden, weil in Loden ist halt ein doch gewebter Kern eben entsprechend vorhanden. Und das sind so die wesentlichen Unterschiede eben zwischen Filz und Loden. Beides besteht zumindest klassischerweise 100% aus Wolle. Das ist auch hier bei meinem Mantel der Fall. Und ja, hat halt eine Reihe von wirklich tollen Eigenschaften, die es sehr beliebt eben im Outdoor-Bereich machen. Aber ich möchte mal andersrum anfangen und erstmal sagen, was ist das Problem mit Loden, beziehungsweise was kann Loden nicht? Im Übrigen kann Loden nicht verhindern, dass es im Dezember immer so scheiße früh dunkel wird. Deswegen muss ich mich beeilen und muss auch alles als One-Take aufnehmen, weil sonst ist das Licht weg und dann hört mich keiner mehr, beziehungsweise sieht mich keiner mehr und das wäre schade. Ne? Also, Loden hat einen großen Nachteil, nämlich ist sauschwer. Kannst du also für sämtliche Outdoor-Aktivitäten, bei denen Gewicht eine Rolle spielt, sprich Trekking, längere Wanderungen, von mir aus auch Survival-Kits oder was auch immer, vergessen. Ja, geht nicht. Keine Chance. Geht nicht. Ja, bestenfalls, wenn man überhaupt Loden einsetzen kann, dann meiner Meinung nach im Wanderbereich, wenn überhaupt, dann nur als Außenbekleidung. Ja? Also die gar nicht in einen Rucksack rein soll, die nie im Rucksack verschwinden soll, weil dieses Mäntelchen hier, ich gehe mal ein Stück weg, flupp, ich hoffe, man sieht es jetzt einigermaßen, ist sehr lang und hat entsprechend viel Volumen und ist auch sauschwer, wiegt nur 1,8 Kilo mindestens, vielleicht auch ganze zwei. Ich habe es nie gewogen, aber geschätzt ist es schon wirklich, wirklich schwer und man merkt schon, dass man das Ding anhat. Ja? Und Packmaß gigantisch. Also ein kleiner Rucksack von 30 Litern ist damit zwei Drittel mindestens voll. Also selbst wenn du gut stopfst. Das heißt, na, das kann man eigentlich fast nicht verstauen. Gerade eben nicht in Mantelform, weil so ein Mantel ja ohnehin jetzt nicht das kleinste Kleidungsstück ist, was die Menge an Stoff, die er mit sich bringt, angeht. Ne? So, ja, Gewicht, Packmaß, beides katastrophal scheiße verglichen mit anderen moderneren Outdoor-Geweben, sage ich jetzt mal. Aber das nimmt man ja gerne in Kauf, weil es hat auch eine Reihe saumäßig positive Eigenschaften, das gute Loden. Nämlich ist es fast winddicht, fast. Es gibt auch Leute, die behaupten, es sei winddicht. Ich möchte meinen, indem ich jetzt eine Weile mit dem Mantel hier rumgelaufen bin, im Direktvergleich, meine Gore-Tex-Jacke ist noch winddicht, aber da geht gar kein Wind durch und hier hat man teilweise das Gefühl, es würde ein bisschen Wind durchgehen. Vielleicht hängt das auch mit der Art und Weise des Schnitts zusammen. Ich habe hier vorne nämlich eben diese schönen Knöpfe und die führen dazu, dass wenn ich seitlich stehe, hier durchaus ganz gut was reinwehen kann. Oder wenn man so leicht schräg zum Wind steht, dann weht es einem hier auch rein. Das spürt man, ja. Also da kann von Winddichtigkeit keine Rede sein. Ein Reißverschluss hat das Modell, was ich hier habe, jetzt nicht. Das Material selber ist fast winddicht, man merkt es am Rücken, da kriegt man ganz selten mal irgendwie so halbwegs das Gefühl, es hätte ein Hauch von einem Lüftchen einen irgendwie erreicht, wenn man bei starkem Wind unterwegs ist. Also
ist in der Praxis völlig zu vernachlässigen. Ja, ist vielleicht dann interessant, wenn man wirklich bei einer sehr stürmischen Nacht auf dem Hochsitz sitzt. Beispielsweise jetzt für diejenigen von uns, die Jäger sind, aber die kennen Loden ja hier schon seit Jahr und Tag. Das ist bei den Jägern ja nie in Vergessenheit geraten. Und ja, dann könnte vielleicht, ne? Aber in der Praxis ist es eigentlich irrelevant. So, dann ist das Zeug ziemlich wasserabweisend. Jetzt habe ich leider kein Wasser da. Was ich habe, ist Cola im Moment. Tada, Ärmel. Tada! Ja, also Abperlverhalten ist das allermeiste. Ist gleich direkt wieder runtergeflossen. Richtig aufgesogen. Naja, ihr seht selber, nicht so richtig. Was auf der Haut angekommen? Gar nicht. Ja. Es gibt sicherlich noch krasser auf Wetterschutz ausgelegtere Lodenmischungen als das hier, was ich jetzt anhabe. Liegt daran, dass das nicht als Outdoor-Lodenmantel konzipiert gewesen ist, denke ich zumindest, sondern mehr so als genereller modischer Lodenmantel. Das Ding habe ich von meinem Vater geerbt, unwissentlich. Lag noch im Schrank, beziehungsweise hing noch im Schrank. Hat er so viel nicht angehabt. Dementsprechend ist er noch in einem hervorragenden Zustand. Und ich dachte, oh, kann ich ja mal anziehen. Und nach einer gewissen Eingewöhnungsphase, weil ich kein anderes Kleidungsstück besitze, das auch nur im Ansatz so lang geschnitten ist, muss ich sagen, gefällt mir der Mantel auch sehr gut und ich fühle mich wie so eine Mischung aus Oberförster, Jäger und Schäfer, wenn ich mit dem Ding unterwegs bin. In der Zivilisation, sage ich jetzt mal. Ja, also im Supermarkt kommt man sich schon ein kleines bisschen deplatziert vor, insbesondere wenn man noch den Hut dazu auf hat und dann noch einen Bundeswehrrucksack hinten eben entsprechend auf dem Rücken. Dann sieht man schon so ein kleines bisschen mehr waldschratig aus, als das normalerweise bei mir der Fall ist. Und ja, das ist dann schon etwas gewöhnungsbedürftig mitunter. Ja, aber zurück zur Wasserdichtigkeit. Die ist eben hoch, aber auch nicht perfekt. Und wenn man punktuell einen richtigen Schwall Flüssigkeit da drauf gibt, jetzt teste ich aber doch noch mal, ob da irgendwelche Cola durchgekommen ist. Nee, ist schon trocken innen. Ist schon trocken, aber irgendwann saugt sich das Material dann doch voll. Die Wasserdichtigkeit und die positiven Isolationseigenschaften hängen unter anderem damit zusammen, dass wir hier ja quasi ein Drei-Phasen-Material haben, ähnlich wie bei einer Drei-Lagen-Membran, also einer ganz modernen Funktionsjacke, dass wir erstmal die aufgeraute Lodenschicht außen haben, also das relativ raue Wollmaterial, das dann auch eben gute Abperleigenschaften hat, unter anderem Linolin oder wie sich das nennt, diesem Fett, was halt eben in der Schafwolle durchs Schaf in die Wolle abgegeben wird, damit die Wolle eben möglichst wasserabweisend ist. Da ist natürlich ein so alter Lodenmantel wie meiner hier nicht mehr so gut ausgestattet. Das ist nämlich biologisch abbaubar und ganz langsam passiert das auch. Und dieses Ding hier ist 20, 30 Jahre alt, ich weiß nicht wie alt genau. Dass das halt eben etwas nachlässt. Ja, und das ist bei mir definitiv der Fall. Wenn man jetzt eine neue Lodenklamotte kauft, dann wird die sicherlich noch einen Hauch wasserdichter sein als das, was ich hier habe. Aber auch mit dem Mäntelchen kann man auf jeden Fall im leichten Nieselregen oder im Schnee problemlos viele Stunden rumrennen, bevor man dann nass wird, beziehungsweise bevor es durchweicht. Wenn man nur ein paar Stunden braucht und nicht gleich ganze Tage lang wandern geht und eine Trekkingtour macht, dann ist das als Regenklamotte oder man grundsätzlich bei super, super schlechtem Wetter eh nicht rausgeht, dann ist das als Regenklamotte ausreichend, ja. Wer aber auch bei dem allermiesesten Wetter draußen unterwegs sein will, dem wird ein Lodenmantel nicht ganz reichen. Trotzdem ist er als Universalkleidungsstück sicherlich sehr weit vorne dabei, aufgrund eben seiner wetterfesten Eigenschaften. Nochmal zum Aufbau vom Stoff. Er hat hier außen, roter Faden. Ich muss es alles auf einmal aufnehmen, kein Licht. Außen hält eben dieser raue Stoff, dieser verfilzte, innen dann das gewebte Gewebe, das mehr Hohlräume aufweicht, viel weniger dicht ist als das außen gefilzte Material und innen nochmal gefilztes Material, also je nach Modell. Meiner hier hat noch ein ganz, ganz kleines Futter, damit er nicht so kratzt auf der Haut. Aber, kann ich euch mal kurz zeigen. Aber nichtsdestotrotz haben wir durch den innen recht gut abgeschlossenen Hohlraum des entsprechenden Mantels innerhalb von dem Lodengewebe einfach sehr
viel Platz für Luft, die sich durch das dichte Lodengewebe innen und also jeweils auf der Außenseite da nicht so schnell wegbewegt. Ja? Also ein warmes Luftpaket im Inneren des Mantelstoffs bleibt da sehr lange Zeit und sorgt damit für eine hervorragende Isolation. Lodenstoff gibt es übrigens in Materialstärken zwischen, ich glaube, 400 und 1000 Gramm pro Quadratmeter. Meiner hier ist ein relativ schwerer, aber leider kein Tausender. Leider. Andererseits, ich muss jetzt schon sagen, anziehen kann ich das Ding bloß, sofern ich vorhabe, mich auch nur ein bisschen zu bewegen, bei Temperaturen unter 10 und bis minus 10 ist er sicherlich noch sehr kuschelig. Das konnte ich noch nicht ganz testen. Also ich würde ihn als plus minus 10 Mantel bezeichnen. Ja? Also plus 10 Grad Celsius, minus 10 Grad Celsius. Jo, und ihr habt gesehen, Futter ist hier auch noch drin. Das ist auch wieder Wolle. Der komplette Mantel besteht zu 100% aus Wolle. Made in Tirol. Wie gesagt, das Ding ist uralt. Da kann man jetzt keine Ahnung, wer der Hersteller ist. Es steht wohl auch drin, aber das sagt euch eh nichts. Und ich zeige es euch nachher mal kurz. Aber man kann diesen hier machen. Suchst du. Und Zeug verticken. Ich hatte schon überlegt, ob ich da zu Videotestzwecken mir einfach ein paar Messer reinhänge. Aber was man übrigens auch wunderbar machen kann, ist Dinge, die man am Gürtel hängen hat, unter dem Mantel hervorragend verbergen. Auch das funktioniert ganz toll und man könnte theoretisch, ich habe auch keine Zeit, Fliege rauszuschneiden, das Licht. Man könnte theoretisch ganz wunderbar irgendwelche Passanten erschreckenden Gegenstände unter dem Mantel verstecken und mit denen in den Wald abhauen, wo man dann hoffentlich keine Passanten mehr erschreckt. Ich sage jetzt nicht illegale Gegenstände, sondern nur lediglich Gegenstände, die nicht dazu geeignet sind, um besonders viel Vertrauen in der Bevölkerung aufzubauen. Zum Beispiel irgendein 12 cm Messer in einer Kaideckscheide, dass man nach Möglichkeit noch mit der Klinge nach unten irgendwie an einem Riemen über der Brust trägt. Oder so ein Quatsch, wer auch immer das braucht. Ja, aber theoretisch hätte man mit so einem Mantel durchaus die Möglichkeit, alle möglichen Krempel zu verstecken. Der Highlander Conor McLeod versteckt unter nicht so einem Mantel, aber zumindest auch unter einem Mantel auch sein Katana. Ja, also das nur am Rande angemerkt. Ja, warm, wie gesagt, wie Bolle, bewegen fast nicht möglich. Und das Tolle ist jetzt, dadurch, dass der so lang ist, ich gehe nochmal weg. Das kann ich jetzt nicht vormachen, weil ich habe keine Sitzgelegenheit und ich möchte ihn dann doch nicht einsauen, weil die Wiese wirklich, wirklich nass ist. Man hat mit diesem Mantel durch die Länge automatisch immer gleich eine Sitzgelegenheit dabei, weil wenn man sich hinhockt, hockt man auf dem Mantel, ja, automatisch. Und hier vorne, diese Teile hier, das kann man ganz wunderbar sich über die jeweiligen Knie legen und hat dann auch seine Beine gleichzeitig noch eingepackt. Und das ist vom Sitzen, gerade wenn man längere Zeit sitzt und zum Beispiel viel erzählt, im Walde bei doch eher niedrigen Temperaturen, ist das unglaublich kuschelig, weil man quasi seine Decke gleich integriert hat. Apropos Decke, wenn man das Ding jetzt mal auszieht, ja? Und man hätte gerne eine Decke, hat aber keine Decke dabei, sind die schieren Ausmaße dieses Mantels ein hervorragender Deckenersatz. Hier hat er auch sogar noch so ein relativ weiches Gewebe. Und wenn ich ihn jetzt schon ausgezogen habe, wo steht's denn? Irgendwo steht doch der Hersteller, glaube ich. Ich finde ihn nicht. Okay, es hat doch keinen Hersteller. Naja, jedenfalls, das ist einfach ein Haufen Material, mit dem man sich auch zudecken kann. Man kann im Grunde auch theoretisch wirklich noch irgendjemand anders drunter unterbringen. Man ist schon geräumig, ja. Er ist schon wirklich sehr, sehr geräumig. Und ich merke sofort, sobald ich den ausziehe, wird es kühl. Ich habe unterm Hemd hier nichts mehr drunter und wir dürften sowas um die 7, 6 Grad irgendwas haben. Tendenz kälter werdend, weil das Licht ja gleich weg ist. Und sobald man den Mantel wieder anhat, wieder kuschelig warm, ja. Ich habe da auch schon bei 5 Grad ein Video gedreht, das war eins mit Feuer, das letzte mit Feuer, falls ihr euch erinnern wollt. Worum ging's? Ach ja, genau, um den Waldzustandsbericht. Da hatte ich nur ein T-Shirt drunter und wir hatten 5 Grad und mir war gemütlich warm, kein Problem. Also Handschuhe hätte man auch vielleicht irgendwann mal gebraucht. Eine Mütze auf dem Kopf bzw. ein Hut ist auch auf jeden Fall noch sinnvoll. Für meinen Geschmack könnte der Mantel noch ein paar mehr Taschen haben, aber ansonsten, der ist schon richtig, richtig toll und gefällt mir wirklich unglaublich gut. Und das kann man natürlich generell einfach auf Lodenstoff übertragen. Der ist immer warm.
Ja, klar gibt es dünnere Qualitäten, da ist er dann nicht ganz so warm. Da ist er dann aber auch nicht ganz so wasserdicht und auch nicht ganz so winddicht, weil die Dicke spielt dann schon eine Rolle, beziehungsweise die Schwere des Materials, wenn man das eben in der handelsüblichen Angabe mit Gramm pro Kubikmeter eben entsprechend sich angucken möchte. Und ja, mehr Taschen, wie gesagt. Mehr Taschen wären schön. Hier Taschen für die Hände hat er. Die sind auch warm, allein schon dadurch, dass man da halt in dem Lotenmaterial dann die Pfoten drin hat. Da braucht man im Regelfall auch gar keine Handschuhe, wenn man die Taschen verwenden kann. Aber besonders riesig sind sie nicht. Ich kann hier mal diesen hier machen. Also ihr seht, allzu viel kommt da nicht zum Vorschein. Das liegt daran, dass da auch nicht allzu viel Platz drin ist. Also das ist eine stinknormale, ich würde sagen, ein bisschen größer als eine durchschnittliche Hosentasche. Aber viel mehr Platz ist da auch nicht. Und dann habe ich noch eine Innentasche hier unten. Moment, müssen wir noch weiter aufknüpfen. Im Zweifel. Die sitzt hier. Da habe ich nochmal eine Innentasche. Die ist auch nicht riesig. Man kann ein bisschen was drin verstauen. Ist auch ganz lustig und ich habe da normalerweise gerne ein bisschen ein Feuerzeug und einfach so ein paar kleine Outdoor-Utensilien drin, weil das ist eh ein Outdoor-Mantel. Ja. Ich vermute mal, dass Himalaya soll das heißen, oder? Himalaya-Loden, ja, schon irgendwie sowas. Ich vermute schon, dass das was Hochwertiges ist. Das Ding war nämlich mal teuer. 80% Schuhwolle. Ach nee, 20% Polyamid, ich bin entsetzt. Das ist, ja. Dieses Material hier. Das ist tatsächlich wahrscheinlich irgendwas Polyamidmäßiges und die Knöpfe sind Polyamid und ich weiß nicht, was da sonst noch für Schichten eventuell drin sind. Aber das geht über die kompletten Ärmel, dieses Material. Also insgesamt macht das, glaube ich, schon ein bisschen was aus. Macht ja nichts. Mich persönlich stört das gar nicht. Mir reicht 80% Schuhwolle. Aber okay, meine Behauptung sei rein Wolle, stimmt dann halt leider eben doch nicht. Ne? Was muss man jetzt zu Loden noch unbedingt sagen? Es wird auf den Internetseiten, die das Zeug über alle Maßen loben und als das tollste Automaterial überhaupt bezeichnen, gerne behauptet, es sei super nachhaltig. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Das stimmt nicht. Unter den Materialien, das hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht, in denen man Outdoor-Klamotten so erwerben kann, ist auf dem letzten Platz von den Ressourcenkosten und damit her am wenigsten nachhaltig, Wolle. Ja. Weil Wolle ist sogar schlechter als frisches Plastik. Ja. Wenn man sich eine 100% Polyester-Jacke bei Kick kauft, okay, dann ist sie wahrscheinlich gut. Okay, Kick ist nicht Kick. Aber bei einem namhaften Outdoor-Hersteller kauft, dann ist die wahrscheinlich ökologischer, beziehungsweise hat einen geringeren Ressourcenverbrauch insgesamt als eine Wolljacke. Ja. Mag sein, dass das vom Schaf stammt, mag sein, dass sie aus einem nachwachsenden Rohstoff besteht, aber die Produktionskosten an Wasser, Platz, an CO2, wenn man alles in CO2 umrechnen möchte, was man halt eben gerne tut bei so einer Ökobilanzierung von solchen Sachen, dann die Verarbeitungskosten, die ganze Weberei und so weiter und so fort. Daraus muss auch erstmal ein Garn gemacht werden, das muss gewaschen werden, das muss ausgelaugt werden und. Da kommt man auf eben die höchste Menge an Energie bzw. Platz bzw. Ressourcen, die für die Herstellung nötig sind von allen Outdoor-Geweben. Ja? Also die Behauptung, man würde was super Nachhaltiges tragen, wenn man in Wolle rumrennt, das stimmt einfach nicht. In meinem Fall stimmt es doch, weil ich habe das Ding geerbt, das ist schon 20 Jahre alt oder älter. Damit ist der Fußabdruck über die letzten 20 Jahre, die dieses Ding irgendwann mal hatte, hat sich schon längst amortisiert. Das heißt, ich brauche jetzt kein schlechtes Gewissen haben, aber beim Neukauf sollte man das wirklich im Hinterkopf behalten. Ich will ja niemandem abreden davon, Lodenklamotte sich zuzulegen. Ja? Die machen auch wirklich Freude, das ist so. Aber kommt nicht auf die Idee zu denken, ihr würdet was unglaublich Nachhaltiges oder was unglaublich Ökologisches kaufen. Das ist halt wirklich nicht richtig. Wirklich nicht. Ja? Eine Plastikjacke, wenn man sie 10 Jahre anhat, dann ist sie erheblich ökologischer als ein Lodenmantel, den man auch 10 Jahre anhat.
Ist die Frage, behält man eine Plastikjacke 10 Jahre lang? Behält man einen Lodenmantel 10 Jahre lang? Schon eher, ne? Die sind nach wie vor sauteuer, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, was ja sehr trendy gerade scheinbar zu sein scheint im Internet. Jedenfalls haben sie jede Menge Influencer-Werbung gemacht. Rough Stuff, da gibt es unter anderem den Däubelskerl oder so ähnlich. Also irgendwelche ein bisschen alternatives, moderneres Design, Lodenklamotten, die sind sicher gut. Zweifle ich gar nicht, ja. Aber für so ein Ding legst du auch locker mal 270 Euro auf den Tresen und das ist dann nur in Anführungszeichen ein etwas länger geschnittener Anorak, ja. Also nicht gleich ein ganzer Mantel, so wie es in meinem Fall. Vielleicht ist das auch besser, vielleicht braucht man auch den besagten Mantel ja gar nicht, aber je länger ich den jetzt habe und je länger ich den anhab, desto cooler finde ich die Sache einfach mit dem extrem langen Schnitt. Beim Laufen ist es noch immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man halt bei jedem Schritt vorne an seine Klamotte stößt, aber wirklich behindern tut es einen auch nicht. Ich bin auch im Wald bisher selten irgendwo hängen geblieben. Ach so, apropos robust. Loden gilt ja unter den Naturfaserklamotten also mit das Unverwüstlichste. Ja, da wäre ich vorsichtig. Das ist sicherlich stabiler als irgendwelche super feinen Wollpullover. Ja, die gehen viel schneller kaputt, klar. Es ist vielleicht auch noch ein Ticken stabiler als stinknormale Schuhwollklamotten. Auch die gehen relativ schnell kaputt. Aber was es sicherlich nicht ist, ist unzerstörbar. Und man kann es jetzt auch nicht mit Cordura in extremen Stärken oder sowas vergleichen. Also die Materialien, aus denen dann gerne mal irgendwelche militärischen Rucksäcke gemacht werden, die irgendwelche Weiterreißfestigkeiten von immer besitzen oder irgendwelche Haltbarkeit der Fäden von 500 Kilo oder was du da dranhängen kannst. Und da kannst du einen Panzer mit dem Rucksack abschleppen im Grunde. Ja, abgesehen davon, dass du es nicht kannst. Aber theoretisch, ja, und da kommt natürlich Loden hinten und vorne nicht drauf. Und gerade bei alten Lodenklamotten kann man irgendwann auch feststellen, dass gerade dieses Außenmaterial hier, ja, dieser raue Stoff, der sich gerne mal abreibt, wenn man ständig dran rumreibt, das ist bei mir noch nicht der Fall, weil der wurde halt nicht viel getragen. Der ist zwar alt, aber hing dann doch die meiste Zeit im Schrank. Und ja, früher oder später passiert das. Es passiert sicherlich recht spät, ja. Aber man muss jetzt nicht denken, dass wenn man Tag und Nacht mit einem Lodenklamötchen rumrennt, der sich nie abnutzt. Und wenn diese äußere Lodenschicht dann irgendwann mal abgenutzt ist, dann ist auch mit der Wasserdichtigkeit an der Stelle vorbei, dann ist es mit der Winddichtigkeit an der Stelle weitestgehend vorbei. Und ja, ob das dann gut aussieht, wenn man zum Beispiel abgenutzte Ellbogenpartien hat oder abgenutzte, im Fall von einem Mantel eventuell, das Hinterteil, ja, wenn ich mich jetzt häufig hier drauf setze, das muss jeder selber wissen. Aber ja, ich denke, übertreiben darf man es wirklich nicht mit der Vermutung, dass das ach so super toll, wahnsinnig robust sei. Jo, ist ja immer noch genug Licht. Guckt mal. Tada! So, ja, aber ich habe auch im Grunde eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also, für diejenigen, die schon spekuliert haben, dass das irgendein Schweizer Offiziersmantel ist. Nein, ist es nicht. Irgendein sonst was hochoffizieller Förstermantel. Nein, Jägermantel. Okay, vielleicht mag das Modell auch der ein oder andere Jäger gekauft haben, das weiß ich nicht. Nein, wo kann man den kriegen? Nirgends. wo ist der Amazon-Affiliate-Link? Gibt's nicht. Ja, von daher finde ich das eigentlich ganz cool, dass ich mit einem Produkt, für das man keine Werbung machen kann, weil man es nicht kaufen kann, für das Material Loden dann doch noch irgendwie was ein bisschen, dazu ein bisschen was erzählen kann, ne? Aber nochmal, zeitgenössische Lodenklamotte, arschteuer, muss man schon wissen, ob man das dann wirklich haben möchte. Und nochmal, das ist mir auch wirklich wichtig, damit das jeder begriffen hat. Man kauft nicht besonders ökologisch ein, nur weil man Wolle kauft. Ne? Echt nicht. So, und ja, das
wäre das Wesentliche gewesen und mir wird schon wieder zu warm. Ja? Also ich müsste im Grunde, also sobald ich die Hände aus den Taschen nehme, die fühlen sich sofort kalt an. Man merkt gleich, die Luft ist kalt, man merkt es im Gesicht, aber hier unterm Mantel alles extrem kuschelig. Gerade wenn man steht, allein schon stehen reicht als Bewegung schon vollkommen aus, dass einem unter diesem Ding bolle warm wird, obwohl Löcher drin sind quasi. Also das ist schon irre. Auf der lange Schnitt halt einfach, dass man auch untenrum nicht die Wärme verliert. Ich wusste, bevor ich jetzt Mantelträger geworden bin, gar nicht, dass es eine Rolle spielt, wenn man sonst relativ kurze Jacken trägt. Die gehen mir alle nur so 2-3 cm über den Gürtel. Das reicht mir, das finde ich bequem vom Schnitt her. Aber du verlierst da doch extrem viel Wärme unten raus. Gerade auch, wenn man sich dann mal bückt und das berühmte Bauarbeiter-Dekolleté, ne, das kann einem mit diesem Mantel selbstverständlich auch nicht passieren. Und gerade auch beim Sitzen spielt das wirklich, wirklich eine Rolle. Die Nieren sind auch immer so schön warm, die dann sonst immer gerne auskühlen, sofern man sich da nicht entsprechende Fettpölsterchen zugelegt hat, die dann als Isolationsschicht dienen. Ja, das ist der einzige Zweck, weshalb ich das gemacht habe. Tschüss. Ne? Ich hab nichts mehr zu sagen. Nee, hab ich nicht. Nee.